auf der Ubisoft-Bühne, vor der Ubisoft-Bühne. Sucht euch eine Präposition aus, ist mir ganz egal. Hauptsache, ihr seid da. Seid ihr denn da? Ja, oder kam ein Stück hier, da. Da ist jemand. So, wir haben jetzt Anno 1800 auf dem Schedule. Das heißt, nicht ich werde euch dazu was erzählen. Nein, jemand ganz Exklusives. Jemand, dem wir am liebsten den roten Teppich hier ausrollen würden, der ist nun leider schwarz geworden, weil das besser aussieht. Bastian Thun vom Ubisoft Mainz Team ist hier. Hallo. Jetzt musst du hier hochkommen, das war dein Stichwort. Genau, du darfst dich hier frei bewegen, ja? Du darfst auf Stage steigen. Weiß ich nicht, ob das gut wäre, aber du darfst. Ja? Du bin darfst. Auch ein bisschen bleiben, das will ich dir nicht antun. Ich wollte es nur mal als Option. Ich bin schon. Würdet ihr mich auffangen, wenn ich springe? Nein, ihr müsst Nein sagen, sonst macht ihr das. Ja. Okay, Leute, ich lasse euch mit Basti alleine. Und du erzählst was zu Anno 1800. Ja. Und danach gibt es noch ein paar Goodies. Also viel Spaß. Genau. Zuerst mal guten Morgen Gamescom. Dienstagmorgen, Mittwochmorgen. Seht ihr schon, ist gestern spät gewesen. Da ist richtig viel los. Als erstes, bevor wir irgendwas anfangen, ich bin übrigens Bastian Thun, der Unity Developer von Ubisoft Mainz, arbeite an Anno 1800. Wer von euch ist denn eigentlich Anno-Fan? Also, da ist keine Hand hoch, da ist keine Hand hoch, der guckt aufs Handy. Aber es sind ja ein paar dabei. Okay, das ist immer gut. Wir sind jetzt das dritte Jahr in Folge auf der Gamescom mit Anno 1800 und wie ihr ja alle wisst, sind wir am 16. April rausgekommen. Und das Spiel war ein unglaublicher Erfolg. Dank euch Spieler. Weil wir haben vor 3 Jahren auf der Gamescom das Spiel angekündigt und gesagt, wisst ihr was, mit der Anno Union, kommt alle mit ins Boot, entwickelt mit uns das Spiel. Und das, was dabei rumgekommen ist, ist nicht nur ein sau erfolgreiches, eines der erfolgreichsten Annos aller Zeiten. Das ist dank euch, unseren Fans da draußen, weil ohne euch hätten wir das niemals geschafft. Und es ist vor allem eines der größten Annos aller Zeiten, ja, ein wahrer Feature-Riese. Zusammen haben wir die industrielle Revolution vorangetrieben, wir haben Piraten besiegt zu Tausenden. Und die Reise ging ja nicht nur in der alten Welt und in der neuen Welt weiter, sondern mit dem ersten DLC, gesunkene Schätze, auch nach Cape Trelawney, um dann eine riesige Kontinentalinsel zu bebauen. Hier sehen wir übrigens eine Stadt, die von einem Spieler gebaut worden ist. Da haben wir gesagt, wisst ihr was, Trailer, packen wir das einfach mal mit rein, weil die so geil aussieht. Größer, schöner. Und wer von euch hat gesunkene Schätze gespielt? Oh, da müssen wir aber dran arbeiten. Das sind aber nicht so viele. Okay, dann erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Gesunkene Schätze ist der erste Inhalt aus unserem Season Pass. Eine riesige Kontinentalinsel, aber nicht nur das. Ihr trefft auch den verrückten Wissenschaftler Old Nate und mit ihm könnt ihr an seinen wahnwitzigen Erfindungen arbeiten, indem ihr die Trümmer der alten Wracks einer vergangenen Seeschlacht aus den Tiefen des Kaps bergt. Jetzt legen wir los, wir können das gleich lauter, pass auf. Und der erste DLC war eben schon richtig, richtig groß. Neue Map, neue Erfindungen, Items, eine neue kleine Kampagne, die ihr spielen könnt. Und wir haben gesagt, wisst ihr was? Ihr wollt so viel, Post-Launch, also nach der Veröffentlichung, machen wir mit euch zusammen weiter, mit der Anonymie durch Playtests. Und ihr könnt das Spiel mit uns weiterentwickeln. Aber mit dem ersten DLC natürlich noch nicht genug. Wir haben noch mehr in petto. Und zwar werde ich euch heute einen kleinen Ausblick darauf geben, was dieses Jahr noch alles auf euch wartet. Aber hier mal so ein kleines Achievement von der Community. Ja? Was habt ihr eigentlich so seit April gemacht? Wenn man sich die Zahlen anguckt, ist eigentlich schon ein bisschen behämmert. 30 Milliarden Gesamtbevölkerung. Wer von euch hat mehr als 100.000? Oh, da müssen wir auch noch dran arbeiten. Auf der Sunken Treasures spielen, da habt ihr den Platz, um richtig groß zu bauen. Und für diejenigen unter euch, die eventuell noch gar nicht Anno 1800 gespielt haben, also all die Hände, die nicht hochgegangen sind, haben wir ein kleines Angebot noch für euch. Gold Edition, Season Pass, Spiel, die Inhalte der Digital Deluxe, der Anarchist, alles in einem Paket. Also wenn nicht jetzt, wann dann?
Da könnt ihr alle spielen, austesten für die Leute. Aber da kommt gleich noch mal kurz was dazu, weil für die Leute, die immer noch nicht ganz sicher sind, ist Anno 1800 was für mich, haben wir noch ein kleines Angebot. Aber gesunkene Schätze habt ihr gerade schon gesehen. Wir haben gesagt, wir machen mehr. Wir machen drei große Inhalte im ersten Jahr über den Season Pass, aber auch freie Inhalte, wie unter anderem Hashtag Co-op kommt. Ja, wir kriegen die Frage ganz viel und demnächst gibt es da auch Neuigkeiten zu. Der klassische Anno Co-op, das Statistikgebäude haben wir auch nicht vergessen, aber wir haben noch mehr freie Inhalte für euch. Und in diesem Sinne zeigen wir doch einfach nochmal unseren schönen kleinen Trailer, der euch die Inhalte des ersten Jahres vorstellt. Und dann habe ich noch was für euch. Den Tag-Nacht-Zyklus schon mal das erste Mal spielen. So. Aber, ich weiß ja irgendwie, ich sehe schon die Blicke, ihr habt gehört, die hat es ja schon weggegeben, es gibt ja was, ne? Wir haben ja ein bisschen was hier und es gehört ja irgendwie auch zur alter Gamescom-Tradition. Ich sehe schon, die stehen schon auf. Aber so einfach mache ich euch es nicht. Also, man muss ja mal eine Sache festhalten. Unsere Freunde da drüben bei 2K sind immer sehr, sehr laut, ja? Und Anno 1800 ist jetzt eher so ein bisschen ruhigeres, relaxteres Spiel. Facebook Gaming, unsere Kollegen, haben immer diese Tröte. Und ich habe mir gedacht, wir können lauter. Und zwar letztes Jahr war das Motto Anno Union. Wenn ihr es noch nicht kennt, unsere große Community-Plattform announion.com, kommt vorbei. Dieses Jahr machen wir das ein bisschen fetziger, ja, und ein bisschen lauter. Und ich habe mir gedacht, dieses Jahr ist das Motto Anno geil. Okay, also ein paar T-Shirts sind richtig cool geworden, haben wir für euch. Aber ich möchte jetzt erstmal hier Generalprobe mit euch machen. Und zwar möchte ich mal hören, wie laut wir der ganzen Halle mitteilen können, wie Anno geil ihr seid. Also, ich bin Anno, ihr seid geil. Ich bin Anno, ihr seid geil. Es geht noch ein bisschen lauter. Ich bin Anno, ihr seid geil. Jetzt müsst ihr beides zusammen. Ihr seid Anno geil. Ihr seid Anno geil. Oh, damit können wir arbeiten, oder? Also erstmal, ich versuche mal direkt einen da hinten zu erwischen. Ah. Aber wir haben natürlich schon ein paar mehr dabei. Pass auf, das war nur die Generalprobe, ja?
Also, ihr sagt alle Hallo geil! Ich glaube, das haben die Kollegen auch bei Facebook gehört. Ihr seid alle Hallo geil! Wer von euch kommt um 16 Uhr vorbei? Das wollte ich hören. Also, haben wir noch. Ihr seid alle Hallo geil! So, dann noch eins, zwei, da hinten. Ihr sollt auch noch eine Chance haben. Haben wir noch eins? Ich glaube, wir haben noch eins, ne? Wir haben sogar noch zwei. Haben wir noch drei? Boah, heute bin ich aber spendabel. So, wir hatten schon... Ich schone jetzt mal eure Stimmen. Dann machen wir noch da hinten eins. So, so wer kann denn am lautesten? Wir sind alle... So, eins haben wir noch. Dann sind wir jetzt blind. Pass auf. Du suchst aus. Du hast jetzt die große Ehre, das letzte T-Shirt zu schmeißen. Noch ein bisschen Applaus hier. Keine Sorge, wir sind noch die ganze Woche da. Um 16 Uhr könnte es eventuell sein, dass ihr in der Ubisoft Lounge auch was bekommt. Einfach mal einen Blick drauf werfen. Aber bevor ich euch verlasse, nochmal, wie gesagt, meine kleine Ankündigung. Denn für alle von euch, die immer noch kein Anno 1800 gespielt haben, erstmal Schande über euch, wir können ihr nur. Diese Woche ist Anno 1800 kostenlos über Uplay spielbar und, wenn ihr es dann mögt, sogar im Angebot. Und da haben wir ein kleines Video für euch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Film ab. Danke, dass ihr alle dabei wart. Noch eine geile Gamescom. Ich hoffe, ich sehe viele von euch wieder später um 16 Uhr in der Ubisoft Lounge. Dankeschön.